Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal wieder mit einem Review-Video. Und zwar das heutige Thema wird die Crush Card sein. Auf besonderen Wunsch von der Yu-Gi-Oh! Duelist, ein treuer Zuschauer und Abonnent von uns, hat halt vorgeschlagen, dass wir die mal uns genau anschauen. Deswegen heute dieses Review zu Crush Card Virgos. Also die wird jetzt dann in 1, 2 Wochen in Return of the Bling rauskommen, reprintet werden. Und das Interessante ist halt, sie wurde erratet, also sie hat einen neuen Text bekommen. Also wir werden jetzt nicht genauer auf Erratas eingehen und diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also das können wir mal für ein anderes Video so machen. Dazu gibt es ja auch so eine gespaltene Meinung. Aber heute werden wir uns einfach nur Crush Card anschauen. Crush Card für mich eine der Schlüsselkarten, also wenn man an überpowerte Karten und Banlist und so denkt, dann denkt man fast immer sofort an Crush Card. Also wer kennt die Karte nicht? Aus dem Anime Kaiba, Sagi der Clown und so. Also richtig krasse Karte. Und ihr alter Effekt war halt, dass du ein Finsternismonster mit 1000 ATK oder weniger tributen konntest. Dann konntest du dir das Feld vom Gegner anschauen und seine Hand und die nächsten drei Karten, die er ziehen wird. Und jedes Monster, das 1500 ATK oder mehr hat, wird halt zerstört. Also nicht ganz so krass wie im Anime, wo einfach jedes Monster aus dem ganzen Deck zerstört wird. Aber trotzdem halt richtig stark. Vor allem halt früher, wo 1500 ATK Monster und mehr halt richtig wichtig waren. Seitdem gibt es halt so Decks wie BA und, keine Ahnung, Windup oder so, wo die Monster halt eher schwächer sind, aber damals war es halt richtig verheerend. Und das Interessante an der Karte war, dass sie eine Preiskarte war. Zuerst einmal. Also von der Shonen Jump Championship. Also das war sowas wie YCS jetzt ist. Und da war sie halt eine Preiskarte. Also da steht Preiskarte A. Also ich nehme an, das war die erste. Ich habe zu der Zeit gerade Pause gemacht, deswegen habe ich die Zeit verpasst, wo die Karte gespielt wurde. Aber man hört so Verschiedenes, also ich kann es nicht genau festlegen, den Preis, aber ich habe gehört, die Karte war über 1000 Euro wert. Dann habe ich gehört, dass die Karte 200-300 Euro wert war, 500. Also wer genauer was weiß, kann es gerne unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall war sie eine Menge wert. So wie halt jetzt die Preiskarten auch. Der Unterschied war halt, dass sie sehr spielstark war. Im Gegensatz zum Beispiel jetzt Giant Hand. Kann man spielen, ist auch relativ stark, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Muss oder Meta entscheiden oder so. Und die Karte war das halt eben schon. Und jetzt kommt sie halt in Return of the Bling raus mit ihrem neuen Text. Und zwar kannst du immer noch ein Finsternismonster opfern mit 1000 ATK oder weniger. Und dein Gegner nimmt für den Rest der Runde und also bis zu Ende der nächsten Runde keinen Schaden mehr. Und du kannst dir die Hand und das Feld vom Gegner anschauen und halt alle Monster mit 1500 ATK oder mehr zerstören. Und der Unterschied ist jetzt, der Gegner kann bis zu drei Monster mit 1500 ATK oder mehr von seinem Deck zerstören. Also er entscheidet und er kann entscheiden, ob er überhaupt welche zerstört, wenn ich das richtig lese. Also auf den ersten Blick hingesehen ist die Karte ziemlich schwach geworden, denkt man sich. Also der Effekt könnte sogar ein Nachteil sein. Also diese drei Monster, die der Gegner dann zerstören kann, kriegt er halt dann auf den Friedhof. Also das Spiel hat sich seitdem halt so entwickelt, dass man den Friedhof als Ressource benutzen kann. Und das heißt, er kann sozusagen drei Karten millen. Und viele denken halt, dass das erstmal ein sehr großer Nachteil ist, eine sehr große Schwäche. Aber als ich mir das halt näher angeschaut habe, vor allem jetzt im Hinblick auf unser Meta, habe ich halt festgestellt, dass die Top-Decks das gar nicht ausnutzen können. Also für die wäre das gar kein Vorteil, wenn sie drei Monster zerstören könnten. Und also die Karte könnte man jetzt gegen Clifford und Necros ziemlich stark spielen. Würde die, glaube ich, schon sehr hart treffen. Clifford würde es, glaube ich, alles zerstören, außer Scout. Und das Millen bringt denen halt nichts. Also die drei Monster, die zerstört werden, bringt denen halt nichts, dass die im Griff sind. Das ist sogar ein Nachteil für die, weil die Monster eher, obwohl, ich weiß jetzt nicht, ob die in die so also ins Extra-Deck kommen, wenn sie zerstört, aus dem Deck zerstört werden. Das müsste man sich mal genau anschauen. Also falls jemand das von euch weiß, gerne in die Kommentare. Ansonsten, also selbst wenn sie dann ins Extra-Deck kommen, denke ich mal, ist das jetzt nicht so ein großer Vorteil. Und gegen Necros, also ist die Karte auch relativ gut, denke ich mal. Trifft viele Monster. Also alles außer Clausulas und Manju und Senju, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also kann auf jeden Fall, denke ich mal, verheerend
kommen gegen Niklaus. Wenn er jetzt zum Beispiel eine Ritual als Abkarte aktiviert und dann Chains to Crush Card oder so, dann müsste eigentlich fast jedes Ritualmonster dann von seiner Hand oder einfach sein Feld sprengen und sowas. Und dann drei Monster aus dem Deck zerstören und dann auf den Friedhof legen. Wäre jetzt auch kein Vorteil für Niklaus. Also die können jetzt die Monster, die im Grave sind, nicht wirklich ausnutzen. Also die Spiegel kann man im Grave ausnutzen, aber aus dem Grave die Monster nur durch Unicorn. Und das wäre halt dann nur Ausgleich. Also das ist wirklich nicht wirklich ein Ausnutzen oder Vorteil halt. Und das Deck, das die Karte halt am besten spielen kann, ist offensichtlich Burning Abyss. Die haben, glaube ich, fast nur 1000, also Monster, Finsternis-Monster mit 1000 ATK oder weniger. Man denkt einfach nur an Tourguide, Skarm und so weiter. Also mein Fazit ist auf jeden Fall, dass die Karte, glaube ich, sehr, sehr stark sein wird. Burning Abyss vielleicht sogar zurückholen wird. Und sie wurde auf jeden Fall am Anfang unterschätzt, aber ich glaube, die hat echt Potenzial. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Karte haltet. Ansonsten war's das, Leute. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen, so wie immer. Liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Und ciao.